So, und du läufst wieder. Ah, willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge Farming Landwirtschaftssimulator 19 mit Ferries. Und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen. Und die ersten Zuschauer haben schon wieder abgeschalten. Woran das wohl liegt? Nur am Brot. Ja, danke. Miau. Du stehst über mir? Nein. Nur Welle. Keine Welle? Jo, wenn wir gleich wieder einen Traktor frei haben, muss das Feld zu Ende gedüngt werden. Gekalkt ja, werden. Und hier der Kalk. Ja, meine ich ja. Und dann muss gedüngt werden. Ja, das ist dann erstmal alles. Dann kann man halt morgen noch spritzen. Oder komm, wir schieben den Wagen einfach eben. Du drehst an der Zapfwelle, ich drücke von hinten. Kannst mir vorspannen, ich ziehe. Ja. Ich bin ein Lastenproto. Miau. Ja. Ich bin nur ein Knuddel-Avali. Miau. Miau. Mit kleiner Wali. Ab in die Hundehütte. Miau. Wo ist eigentlich Maxi? Ich glaube verkaufen. Stroh wegbringen. Rosch. Rosch. Strosch. Sieht schon geil aus mit der echten Mod. Mit der echten Schmutzmod. Mhm. Halt in 4K sieht's doch eigentlich geiler aus. Aber gut, ist halt nicht. Weißt du, geh noch, bevor es mir jetzt schon graut? Erzähl. Vom Rendern. Was? Vom Rendern? Ja, was sind das jetzt? 6 Stunden? 6 Stunden Videomaterial? Keine Ahnung. Uff, what the fuck? Ja, locker, wir sind doch schon seit 4 Uhr am Spielen, oder? Okay. Weiß ich nicht, kann krass sein. Aber wir haben doch da noch nicht aufgezeichnet. Ja, ja, aber ja, da ist eine Stunde von weg gewesen. Wir haben ja nicht viel gemacht. Wir haben ja nur geerntet gehabt. Warum haben wir jetzt eigentlich wieder so wenig Geld? Was hast du gekauft, Moritz? Ich habe den Kredit zurückgezahlt. Zum Anteil. Einen Teil vom Kredit habe ich zurückgezahlt. Achso. Sind jetzt nur noch bei 100, minus 180.000. Ah. Finanzen. Kredit. Alter. Was haben wir denn das für Aufträge noch? Ernten. Oh, stimmt, wir können noch einen Feldauftrag machen. Mit einem Mietdrescher. Was hältst du von dem Auftrag Feld 19 ernten? Mal machen. Oder was ist mit Feld 8? Oh, Rüben. Nee. Feld 19? Ja. Alter. Gerätelein. Oh nein, schon wieder. Alter. So, der Drescher ist hier. Jo, bin drin. Dann das Schneidwerk musst du auf den Anhänger tun und hinten an den Drescher dran machen. Alter! Was machst du denn? Viel zu schnell. Ich war mit 57 hier lang. Aber dann sammelst du die Sachen nicht ein. Hm? Vor allem 57, das packt der Trecker doch noch nicht mal. Der packt das. Aber welche Sachen nicht eingesammelt? Ich hab doch jetzt alles eingesammelt, oder nicht? Ja? Okay.
Ne, ich wusste es halt nicht. Genau, Wo ist der hat es Kerl? hier. Wo ist der Kerl? Ach, da ist der Kerl, ja. Beim Drescher. Genau. Ja, klappt noch nicht. Soll ich machen? Ja, alles gut, schaffe ich schon. Einfach hier auf den Anhänger drauf stellen. Brauchen wir die Zapfwelle noch nicht dran machen. Der 19 ist ja eigentlich um die Ecke. Meinst du, die sollen dafür über die Straße fahren? Nee, mach mal lieber nicht. Jetzt einfach ab. Ja, weiter vor, noch ein Stück. Jetzt könntest du ablassen. Also abkuppeln. Abkuppeln. Das so? Ja, ich weiß nicht, ob du ihn zu weit vorne aufgesetzt hast. Ich weiß nicht, ob du ihn ankuppeln kannst. Aus. Uff, das wird eng. Muss noch ein bisschen. Oh, ich sehe schon. Ist dran. Eieiei. Ah, da drüben. Fährt der Smooth, der Massey Ferguson. Weichoperator. Irgendwo mal ein fettes Ding hier. Ja. Jetzt hier mal über die Brücke drüber. Ey. Kommt mich der alte Arsch da weg, da. Ja, ich glaube, du musst halt hier mal genau an der Verkaufsstelle jetzt gleich rechts. Nein! Houston, we have a problem. Das war's dann wohl mit der Kaution. Was habt ihr gemacht? Nichts, Frage nichts. nicht. Ey! Fällt mich hier so ein blöder Van an. Ohne das Ding im See zu versenken. Ah, ist nicht unser. Na dann. Kalt hier. Oh. Kommt Verkehr. Mann, fahr doch mit einem Scheißkarren, ey. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Baum war da, ist ein bisschen im Weg. Ich klinge doch schon so schön. Polter, Polter, Polter. So, zurück, müssen wir nicht zurückfahren. Scheiß drauf, ey. So. Fahr einfach aufs Feld. Ich kümmere mich eben um den Helfer.
muss ich jetzt hier machen? Drehflasche aufklappen. X. Mach den Strohhexer dann direkt an, also dass du keinen Stroh herab machst. Warum fährt er jetzt nicht an? Du hast die Energiekupplung nicht an. Warte, ich mach's daran. Achso. Ja, so. Oder Strohhäcksler. Koffer. Warum muss man den eigentlich aufklappen? Weil da drinnen diese Mechanik meistens noch hochklappt. Ach süß, wie du da drin sitzt, wie so ein braver Bub. In die Ecke gequetscht, während du da so fast breitbeinig sitzt. Ja, also richtig schön Manspreading-mäßig. Und vor allem nicht mehr die Pedale benutzt. Ah gut, brauchst du auch nicht. Aber den Joystick ist auch ein bisschen komisch, wie du den bedienst. Ah, der Joystick, der hängt eben woanders. Vor allem voll unbequem, wie du da sitzt. Hat was mit dem Joystick zu tun. Alles klar. Well. Keine weiteren Fragen, soll er. Dickes Gerät, ne? Ja. Ich mach grad ein paar schöne Aufnahmen. Davon. Bringt das eigentlich was, wenn du das alles hier so drauf ballerst aufs Feld? Ne? Gehäckselt das Zeug? Nett. Bringt nichts, ist nur weg. Was häckselst du eigentlich da gerade überhaupt? Was? Was hast du denn da gerade? Hafer. Ah. Ach, du bist hier der Landwirtschaftsprofi. Du kannst es nicht da gerade erkennen, was das hier für eine Feldfarbe hat. Vielleicht. Ich kann mich tatsächlich mit den Holzarten, mit den ganzen Arten. Also ich kann Weizen von Gerste unterscheiden, vielleicht auch noch Raps. Und eine Sonnenblume erkenne ich vielleicht auch noch. Ja, gut. Aber ich bin tatsächlich auch ein echt schlechter Tischler. Ich könnte jetzt nicht sagen, was das für ein Baum ist. Erst wenn ich ihn absäge, weiß ich, was das ist. Erst wenn ich ihn absäge. Ja, arme Baum. Der Fachmann sagt so, jo, dann ein Baum. Ach gut, eine Birke, eine Fichte, eine Tanne. Eine Lärche. Kennt man noch, aber Eiche. Eine Leiche. Oh, da liegt wieder ein kleines Rehkitz im Dings drin. Ja. Oh dear.
Oh, Dafür das müssen wir Tier. aber einen John Deere Drescher fahren. Bis Rekits muss John heißen. Daher bekommen die, haben die ihren Namen bekommen. Oh, Thunder Voice. Oh. Ja, so, wir beenden die Aufnahme hier. Wenn Hat du die willst. Verbindung getrennt. Oh. Nee, ich wollte halt die Felder noch ansehen lassen. Ansehen lassen, ja. Soll ich gerade vom Helfer machen? Du bist ja am Ansehen Kelken. der Felder hat sich Nee, du bist noch am verbessert. Sammeln. Nee, das ist Kelken, was du da gerade machst, oder? Aber du kannst auch Dann früher können gehen, wenn wir. du willst. Das ist kein Nein, Problem. alles gut. Nein, du bleibst jetzt da. Nein, ich dachte, das wäre jetzt anders. Bleibst jetzt da. Du musst jetzt da bleiben. Also ich habe gekelbt hier, ne? Jo, geil. Dann kannst du den Anhänger wieder zurück zu den anderen Anhängern stellen. Alter, dieser, der fährt 40 und lässt sich dann so scheiße fahren. Weiß ja nicht, was du für Probleme hast. Der fährt immer nur Vollgas oder bremst. Aha. Spielst du mit Tastatur oder mit was spielst du? Ja, mit der Tastatur. Anders kann ich nicht. Ja, wo ist Mustafa? Kam doch gestern auch schon, oder? Ja. Er läuft gerade wieder. Vielleicht sind wir sogar zur gleichen Zeit. Die haben einfach ihr Tagesplan. Sie haben nur eine Playlist. Ja. Mal anguck. Ich war früher von Archimedes Schrauben total fasziniert. Was war es nochmal? Mehr oder weniger einfach nur so eine Förderspirale. Ah. Ja, gut, da ist der Drescher jetzt natürlich. Archimedes Schraube ist halt eigentlich, ja, ist eine Förderschraube für Wasser. Ja, kenne ich. Weil im Landschaftspark was Schönes. Wieder. Meine Nachricht eigentlich gestern noch gelesen, dass die Grille dann auf meiner Schulter saß. Hast du mit ihr gemacht? Bist du mit ihr ins Bett gegangen? Nee. Mit ihr gekuschelt. Schau mich gerade so um. Sitzt da die Grille auf meiner Schulter? Wir sind im Minus. Ja. Alter. Das ist Realismus. Kann sein, dass das Feld 19 das größte ist. Zumindest eins der größten, ja.
10 ist, glaube ich, größer. Aber ja. Warum? Gerade gefragt. Groß aussieht. Brauch mal den Traktor nur ein bisschen anspritzen, also da komplett sauber. Ja. Im Endeffekt ja. Wow. Ja. Wie ich mein Auto immer auch immer sauber mache. Einfach nur eine Stelle lang genug anspritzen. Ich habe gerade eine Idee. Ja. Maxi, kannst du mal den Helfer an der Sämaschine ausmachen und die Sämaschine abhängen? Warte. Und ob der Geno weiß, was ich vorhab? Macht der schon? Weiß es nicht ganz. Macht Geno schon nicht? Nee, koppel einfach ab. Oh, ja, ich muss erstmal zum Helfer. Einfach reintappen. Oh. Zuklappen komplett eher, ne? Nee. Aufgeklappt lassen, einfach da so stehen lassen, aber abkuppeln. Ja. Weil ich hab hier mal was mitgebracht. Oh. Schon sonst alles ab? Leute, ja. Alles ab. Ja. Der kannst du nur abkuppeln. Achso. Oh. Der ist cool. Den hast du aber nicht gekauft. Nee. Meinst du, warum das wir jetzt ein Minus sind? Das ist der aus dem Feldauftrag. Aus der Lohnarbeit. Oh. Und wenn wir jetzt so einen fetten Traktor haben, dann nutzen wir ihn doch einfach für unsere Felder, oder? Marcel Ferguson, das ist cool. Ja. Der kann ich die Maschine auch mit Vollgas ziehen. Ich hab einen Case. Holen wir der Case doch noch da. Wisst ihr was? Okay, Chucky Chase, ein Haar mehr. Gar nicht. Ja, doch ein Haar mehr. Oh, Chase. Ein Turbo Shift. Und wir haben unsere Zeit, unsere Folge schon wieder überschritten. Aber ihr wisst ja, Fans. Wir opfern uns ja gerne für euch auch. Nee. Das sind meine Fans. Ja. Sie hatten vorhin noch ihr Special. Das 41 Minuten Special, in dem nichts passiert ist. Wow. Ultra Spezial Special. Ja. Die Folge ohne Inhalt. Ich hätte ja hier auch einen Traktor in verlosen können. Halt einen, aber im Spiel einen Traktor. Sobald wir den Fan nicht mehr brauchen, verlose ich den. Sehr gut. Mach mal so. Ihr müsst euch nur hier alle anmelden, eure Kontodaten und alle ja. Informationen eingeben. Attention all Farming Simulator Spieler. Boah, das wird so ein Aufwand. Weil nicht deswegen machen. Ist schon mal cool, dass man das einfach so da haben. Ja, aber.
Nur auf der Festplatte rumgammeln bringt's ja auch nicht, ne? Können ja so, kannst ja so ein bisschen die Beatspots nehmen, müssen dann alles machen, irgendwie so. Muss ich den Scheiß auch noch alles lichten? Da höre ich dann alles stumpf hoch. Sonst muss ich die ganzen Kram noch sichten. Mir 6 Stunden anschauen, wie wir was Feld dümpeln und dann die Witze raussuchen. Ja, genau. Alter. Die schlechten, aber nur die schlechten. Auf 100 unserer schlechtesten Witze. Die meisten rafft keiner, weil die kein Armored Warfare spielen. Das. Notice me, Magnus U. Magnus. 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 Das neue Magnus-Eis. Oh Von nein. Shredder. Hey, kennt ihr eigentlich aus Family Guy diesen Pädophilen? Ja, natürlich. Da muss so sein. Muss. Hello, Magnus. You're very cute today. Das hört sich an, wie heißt diese komische Horror-Ding da auf YouTube, diese Spoonhand, Rusty Spoonhand oder so irgendwas sowas. Longfinger oder ja, es ist so ein ganz ekliges Ding. Oh, you have spoons. Ja, genau. I need rusty spoons. Ja, das meinst du, ja. Ja, genau, das meine ich. Excuse me, do I have spoons? Jo, Max, in der Welt kannst du schon mal anfangen, die Felder zu düngen. Dies ist ein Prozess, der sehr, sehr schnell ist. Habe gerade beide Traktoren sauber gemacht und eingepackt. Das sieht irgendwie lustig aus. Sehr. Was haben wir Es denn in der dünkt mir. Sämaschine drin? Ah ne, düngen. Was haben wir denn? Wo haben wir denn? Das ist die Spritz. Düngen ist dieses andere Ding, ne? Das Ding, was daneben steht. Alter, wer hat die Zeit hochgedreht? Ich. Kann auch, glaube ich, keiner außer ich. Dann weißt du, wer die Zeit hochgedreht hat. Der Jo, da musst du nämlich Vater an einmal. der Uhr Da gedreht musst du einmal mit dem ist, Traktor, mit dem du ist die er. Felder machen willst, die Pflegereifen drauf machen. Wo mache ich denn das? In der Werkstatt. Genau. Dann solltest du den Traktor einfach lose dahin bringen, ohne ein Gerät dran. Bin ich mal gespannt, was die dazu sagen. Die haben uns einen Traktor gegeben, um ein Feld zu ernten. Jetzt kriegen einen komplett mit Kalk verschmierten Traktor zurück. Haben Sie damit gemacht? Kreide abgeerntet. Kann ich denn Pflegereifen drauf machen? Der Staat, der Tafel schwamm. Ja, und dann kann ich aber nichts auswählen. Und müsste da Fahrzeugkonfiguration stehen? Ja, aber das ist ausgegraut. Was hast du denn da gerade in dem Bildschirm? Den Traktor oder ein Gewicht? Gewicht, oh Gottes Willen. Guck mal, ich kann hell sehen. Dieses Scheißgewicht abhängen, das nervt. Was ist denn das für eine fette Batterie, wenn das eine Batterie ist? Nee. Hydraulisches oder was? Was? Hier hinten drauf, so ein alles technisches Element. Ich kann das nicht richtig zuordnen. Was macht es?
Ist mit Schläuchen verbunden. Ein Kompressor? Nee, glaube ich nicht. Und so. Ja, und dann auf konfigurieren oder was? Ja. Jetzt habe ich Reifenvariante. Standard, Kaltreifen, Pflegereifen. Pflegereifen. Das sieht so komisch aus. Warum liegt jetzt das Gewicht da vorne einfach lose rum? So, Geld ist abgeerntet. Schön, dann alles in den Anhänger rein. Hab ich. Und dann holst du dir unseren Traktor, den kleinen Dingens. Aber letzt noch nicht in den Verkaufs, gibt es noch nicht ab. Kann ich denn das Gewicht wieder dranhängen, damit ich es wegtun kann? Du fährst dran, drückst, steigst aus und drückst Q. Musst doch gucken, dass du von der richtigen Seite ranfährst. Brauche ich bei dem Traktor das Frontgewicht? Gerade wenn du jetzt nur hinten was dran hängst, ja, kannst du dran lassen, dran machen. Und wollen wir vielleicht auch bei dem Traktor die Pflegereifen dran lassen? Mal machen. Das ist der Fendt jetzt, ne? Ja. Ja, die haben nur zwei Fendts. Was? Die Mr. Ferguson, den ich gerade fahre, die müssen wir ja wieder zurückgeben. Der ist ja jetzt gerade nur vom Feldauftrag. Also ich habe den kleineren Fendt, den ich lieber fahre. Sind beides die gleichen? Anderen. Hä? Sind beides die gleichen? Nein. Doch. Komplett identisch. Ja, okay, aber warum fährt der andere sich beschissen, ne? Ich weiß nicht, also sind eigentlich komplett beides dieselben. Ich glaube, die haben sogar beide die gleiche Motorausführung, dann wäre nichts dran verändert gehabt, oder Maxi? Geno? Glaube nicht. Alter, dieser scheiß LKW hat mir ein scheiß Mähwerk von meinem scheiß Anhänger wieder runtergeprügelt. Schlimm, ne? Auch die Autos, wenn du mit dem Traktor gegen ein Auto fährst, das Auto geht nicht kaputt, aber dein Traktor liegt auf der Seite. Welche Felder sind das? Alle. Ah. Gott, hasse ich diesen Arsch. Ich bin gerade am letzten Feld sehen. Ich bin gerade das letzte Feld am sehen. So, Satzbau. Aber danach ist echt Ende. Wo ist denn eigentlich gerade eben? 11, also 10 vor 11. Na, es geht noch. Genug um zu knuddeln. Oh, ja. Den Proto umarmt. Bald, Moritz. Ja. Über den Proto umflügel. Wali hochnehmen. Mich an dich schmieg. Also aufs Köpfchen leg.
nicht ganz eng zusammenrollen. Und mit dir zusammen ins Wohnzimmer gehe, wo du mich absetzt, machen wir den Fernseher an und schauen uns Netflix an. Oh. Reich lieber mal über Bali-Köpfchen. Sacht und fein. Ich puste meine Federn und spreize meine Öhrchen. Geht da so ein Arschloch von Auto hinter mir? Ah, als es mir gerade so auffällt. Was? Mein Chef guckt ja meine YouTube-Videos. Oh. Oh. Egal. Oh Mann, ey. Dieses scheiß Auto hier jetzt nicht. Lass den einfach in Ruhe. Du kannst sie einfach da stehen lassen, die ganzen Maschinen. Ja, tue ich ja. Du musst sie nicht irgendwie parken oder ich so. Ich muss ja erstmal hier mit dem Getreide irgendwo hin und ich habe mir selbst da ein bisschen ins Bein geschossen. Du kannst ja vielleicht den Anhänger einfach, kannst mit dem Drescher das Getreide wegfahren. Nee, es ging nicht. Ich bin bereit zur Abgabe. Ich warte nur noch auf dich. Ja, ich weiß es nicht. Wenn du das jetzt abgibst, dann verschwinden, glaube ich, unsere Traktoren. Ja. Deswegen muss ich das halt mal lassen. Wobei der nicht viel schneller ist, aber dann sparen wir uns halt den Verschleiß. Bloß es sieht cooler aus. Kann man bei dem mitfahren? Ja, steig mal beim Helfer ein. Nee, ich meine hier Beifahrersitz mitfahren, meinte ich. Ja, steig mal beim Helfer ein. Dann kannst du aussteigen, ich steig ein. Dann kannst du einsteigen. Das ist auch ein sehr süßer Sitz. Letzte Feld, ne? Ja. Wow, und der Helfer, der guckt halt echt tot. Und jetzt startet er da vorne. Ich muss das Feld sehen. Sind die beiden Joystick da an der Seite? Gashebel. Also einfach Fahrtrichtung wählen und so Klamotten. Und das daneben dran ist wahrscheinlich für eine Frontladervorrichtung. Oder für Hydraulikgeräte, die man anhängen kann. Das Ding hat ja unfassbar viele Ölanschlüsse. Was da für alles für Technik drin steht. Perfekt. Ah, diese ganzen Sticks sind ganz cool, die kannst du halt komplett frei programmieren, wie du willst. Was für eine krasse Sicht du auch hier drin hast. Ja. Die sind sehr offen. Ich finde Traktoren echt cool. Traktoren fahren macht echt Spaß, weil die einfach ein schönes Fahrgefühl sind. Vor allem, wenn du dann irgendwie wieder in ein Auto einsteigst und die ganze Zeit vorher die Räder gesehen hast. Mhm.
Du siehst ja die ganze Zeit die Räder drehen. Du steigst ins Auto ein und denkst, du siehst die Räder auch noch drehen. Das ist schon wieder so ein scheiß Lag, ey. Potato. User joined your channel. Hallo. Hallo. Wer da? Potato. Yeah. Ach, Jessen. Yeah. Hi. Ah, Jessen. It's you. Hey. Yeah. Hey, Jessen. Hey, you. Hey. Yeah, me, you. Yeah. Hey, so, how are you? Oh. What? How are you? Good, good, good. What about you? Yeah, I'm fine, thanks. Yeah. Thank you, Anna. I'm fine. Farming simulator with the guys here. Yeah. And actually recording some YouTube videos, so... Yeah, just so that you are warned. Ja, fahr deine Runde, dann komm ich. Nee, geht nicht. Ich bin leer. Achso, Moritz, du bist bei mir unsichtbar. Dann musst du einmal zum Händler fahren, Maxi. Und dir dann wieder Mineraldünger kaufen. Wir haben noch kein Geld. Du musst einen Kredit dafür nehmen. Alter! Das ist nicht so. Ich habe gerade den Traktor auf die Seite gelegt. Ernsthaft. Ja, das ist ganz einfach. Du musst vorwärts fahren. Links, also einlenken, rückwärts fahren, in die andere Richtung einlenken und dann irgendwann schaukelt er sich so auf, dass er wieder gerade steht. Er hat sich direkt so aufgestellt wieder. Ja. Wo haben wir denn noch? Haben wir noch Dinger da? Draußen? Nee, ich bestell dir welche. Und Jessen? Ja. Yeah. What leads you here? Why are you here? I misclick. I want to open a disk instead of this. I didn't open TeamSpeak. So, yeah. Yeah, that's a common mistake. I'm sorry. Yeah. Yeah, but maybe not so. Not such a big problem. Maybe. What do you mean? Maybe it's okay that you joined us. Okay. Ach, Jason. Well, we need to come here more often. Yeah, just... Okay, I mean, next week I'm on vacation, so I'll have time. Yeah, well, I need to work, so... at the evening? You're always here. Just send me a message. What, that we are playing Farming Simulator? Yeah, every evening I'm in TeamSpeak. Almost every time when I'm on Steam, I'm on TeamSpeak. I know that. You're always in TeamSpeak. You're on TeamSpeak all day. Yeah, of course. You don't even exit TeamSpeak. Well, yeah, that's true. But why should I? I don't know. Yeah. Me neither. Yep. What, do you don't have anything to do than TeamSpeak? Well, I play games on TeamSpeak. Sometimes I do stuff outside. Maxi! Maxi! Yeah. That was a fucking close call. Very close call. Yeah, we had a blast, it was fun today. And now I need to look how I process my videos. Do you have a good rendering program? What? Do you have a good rendering
program or how is it called? Video editing program? Like Magic's Video Maker or so DaVinci Resolve? No. No. Maybe free? No, nothing. Okay, then I need to use mine. Yeah. And this is another special episode, it's almost an hour long again. Nice. Well, fans and folks, now in English. Greetings to our English viewers. Yeah. I know I do you W, but... I know I do you W. Oh, God. And so... Such a bad joke. And I know you don't understand that, but, well, this is German fun. Playing Landwirtschaftssimulator. And guess what? Tomorrow I'm on the tracker again and do the same in the real life. Yes. Yeah. That's fun. Typically German. What? So we That's finished, typically German. We Did finished me? Some dünging. I don't know. Fertilizing. Please continue the dünging. Also ich bin mit Düngen fertig. Was heißt es das eigentlich in Fertilizing. Englisch? Was? Fertilizing oder Fertilizer ist der Dünger. Fertilizing, ah. Ein Fertilizing. Fertilizator. Oh no. Jokes going better and better. Yes. Or worse and worse. And it started at 4 o'clock. Maybe I can push the Dünger Machine through the wall. Push the Dünger Machine through the wall. Yes, do it. Push harder. And you can attach the syringe. Push it to the limit. It doesn't go durch. Yes, just don't know what to say now. No. Sorry for the douches. For the bullshit. It's late and I'm drunk. Yeah. How was it? Doesn't go away. It doesn't go through the wall. Oh, and we are ready. Our fields are ready. We can go to bed now. Yay! Oh. Sell this shit. Oh fuck. Oh, danger is close, boy. Sorry, Essen. Yeah. I apologize too. Do I? Yeah, I do. Oh, der boy, Trees, man, trees! Right in fucking front of your fucking man, you are. Oh. I'm just standing on the gas. Lass mal aussteigen und kotzen, Mann. Just racing around the corners. But yeah. It feels so nice with the steering wheel.
Driving so fast makes makes fun. Oh, it hurts. Ist abgeschlossen? Ich möchte noch das Ding hier reinpacken. Was ist mit dem Zeug? Müssen wir das irgendwie abgeben? Oder? Jo, das kippen wir jetzt gleich über den Händler rein. Und wird was da reinkippen, werden die Traktoren verschwinden. Ich hab das doch reingekippt. Ach so. Weg. Ja gut, dann müssen wir die Auftrag nur noch abgeben. Haben wir den Erntebonus bekommen dadurch? Auf jeden Fall 4000 gekriegt. Gut, dann. Yep. Jo. Oh, schade. Und da ploppt der Anhänger away from my hook. Also, Traktor ist driving away from the Hof. Okay, guys. I'm turning off the recording right now. And. Yes. We are finished then.